Jo, halt Leute, hier ist Lennox und ich räume gerade mein Zimmer ein bisschen um und das wollte ich euch gerade mal so zeigen. Also hier stand vorher der Schreibtisch. Sieht jetzt alles ein bisschen unordentlich aus. Diese beiden Schränke waren eigentlich an dieser Wand. Der Fernseher steht noch genauso wie er vorher war, aber der kommt auch noch woanders hin. Und das Sofa, was jetzt gerade da steht, soll dann hier da, wo die Schränke da sind, weil ich räume das gerade nochmal ein bisschen anders um. Und ich zeige euch das dann nochmal, wenn es fertig ist. Hey Leute, ich habe es jetzt endlich geschafft. Es hat jetzt 2 Tage gedauert, zumindest, ja, nicht ganz 2 Tage. Jetzt ist es Mittag am zweiten Tag, also 24 Stunden ungefähr. Wobei ich auch natürlich auch geschlafen habe. Hat es gedauert, bis ich mein Zimmer jetzt umgestellt habe und alles sauber gemacht habe. Ich habe es wirklich richtig alles sauber gemacht. Und ja, zeige ich euch jetzt mal mein neu eingerichtetes Zimmer. Ich habe mir das ein bisschen nochmal anders gestellt, als ich es eigentlich wollte. Liegt aber auch nur daran, weil meine Eltern dagegen waren, hier die Heizung mit dem Blocker hier zu versperren. So, das ist hier draußen die Straße. Da stand eigentlich ein alter, dicker, schwarzer Fernseher. Den habe ich jetzt ausgetauscht durch einen älteren, in den anderen. Auch nicht so das Monster, das neue Teil, aber sieht irgendwie besser aus und passt auch besser zum Zimmer. Und der ist wesentlich neuer als der dicke schwarze. So, mein Schreibtisch steht jetzt in dieser Ecke. Diese Schränke da, die waren eigentlich an dieser Wand hier. Und das Sofa war eigentlich da. So, da hinten habe ich noch ein CD-Regal. Und Schuhe und sowas stehen jetzt da. Jetzt habe ich hier, ja, hier habe ich gestern noch ein bisschen was gezeichnet an die Wand. Und ja. Hier habe ich auch ganz, ganz viel noch aufgehangen. Also die 3 Bilder hier, die hingen ja schon vorher, die hingen dann an der Wand. Dann habe ich noch das hier dazu aufgehangen. Und die habe ich eigentlich alle neu aufgehangen. Das mussten wir mal in Kunst machen. Das war so ein, ja, eine Arbeit, die wir machen sollten. Wir sollten jemanden Berühmtes zeichnen. Dann Blake Butler, für die, die es kennen, Manga. Dann hier unten, das ist einfach so ein Manga, was ich mal gemalt habe. Ich kann jetzt vielleicht mal ein bisschen näher rangehen. So. Und hier oben, das habe ich auch einfach so gemalt. Das ist jetzt nicht aus irgendeinem Buch oder einer Serie. So, was kann ich euch denn noch zeigen? So, ich habe nicht nur ein Zimmer, sondern ich habe eigentlich zwei. Das zeige ich euch gleich auch noch. Vorher wollte ich auch noch ganz kurz hier zeigen. Das habe ich auch noch gezeichnet. Ja, man sieht es jetzt gerade nicht besonders toll. So ein Chibi ist jetzt nicht so der Hammer geworden, aber fürs erste Chibi fand ich es okay. So, jetzt gehen wir mal in das andere Zimmer. Hier sieht es ein bisschen unordentlicher aus noch. Das muss ich noch machen, das bin ich nicht ganz fertig geworden. Hier steht der andere Fernseher noch, den muss ich noch wegbringen. Und ja, sonst gibt es ja eigentlich nichts besonders Wichtiges zu sehen. Jo. Das war es eigentlich auch schon. Bis dahin viel Spaß mit den Videos und bis zum nächsten Mal. Bevor ich es vergesse, ich wollte euch noch meinen neuen Kanal YouTube Designs vorstellen. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung und auch hier irgendwo versuche ich es zu verlinken, wenn ich dran denke. Und ja, da geht es halt um Tutorials, was PC-Programme, Animationen, Photoshop angeht und auch so Zeichentutorials kommen da vielleicht auch mal oder sowas. Auf jeden Fall, wenn dich das interessiert, klickt mal drauf und schaut mal vorbei. Tschüss!